diese herhalten Al-Qaida-Staaten, hab die Bin Laden geholfen, dem saudischen Soldat, und ging so gut wie konnte seine Ausbildung bis zu sie. Der Erfolg war da, denn mit einem hohen Geld schaffte man den Sieg, aber danach war man aus der Welt. Ihr habt nichts mehr aufgebaut, was letztlich nur noch Staub war. Aber da kommen wir noch lange nicht an. Bekannt aus Halle, ist auch einer der Gründungsmitglieder der Mahnwache in Halle.
Ja, der Sven hat das schon ganz gut erklärt, warum dieser Trubel hier. Zunächst möchte ich aber erst einmal die Demonstrationsteilnehmer bitten, sich hier vor dem LKW zu versammeln. Darum hat mich gerade die Polizei gebeten. Ja, Bilderberger Treffen. Ich meine, wer von Ihnen weiß, dass sich heute die Eliten im Taschenberg-Palais hier in Dresden treffen? Wer weiß das von Ihnen? Und mal abgesehen von unseren Teilnehmern hier, ich rede jetzt mal zu den Passanten. Und wenn Sie es nicht wussten, dass hier so hochkarätige Politiker oder Vertreter aus der Wirtschaft sich hier treffen, dann fragen Sie sich mal, warum Sie davon nichts gehört haben, warum Sie das nicht wissen. Das hat nämlich auch einen ganz bestimmten Grund. Denn wenn Sie allzu viel darüber wissen, dann fragen Sie sich zweifelsohne auch, warum treffen sich solche Größen? Ja, ganz klar, wenn Sie sich jährlich treffen, wird dort die Agenda für das nächste Jahr besprochen und abgestimmt. Dort werden Politiker ins Amt gesetzt oder auch wieder herausgenommen. Hier werden Aufgaben verteilt und wie gesagt, der Kurs fürs nächste Jahr festgesteckt. Das klingt jetzt völlig normal. In einem demokratischen System ist das aber alles andere als normal. Denn mit Demokratie hat das nichts zu tun, wenn sich die Eliten, wie gesagt, also die Politiker und eben auch jene, die das Geld und die Mittel haben, Entscheidungen durchzudrücken, dass sie sich treffen und einfach am Bürger, am Wähler vorbei entscheiden, wie der Kurs läuft. Denn das hat mit Demokratie nichts zu tun. Aber warum hören Sie nichts davon? Wie gesagt, weil die Presse Sie darüber nicht ausgiebig informiert und weil die Presse vor allen Dingen nicht kritisch darüber berichtet. Und das ist eigentlich noch das Allerschlimmste. Und wenn die Presse da mitspielt, wenn die Wirtschaft und die Politik in einem Boot sitzen, dann nennt man das per Definition Faschismus. Und genau das muss uns klar sein. Das ist Faschismus. Und Faschismus ist bitteschön nicht nur braun oder rot oder überhaupt politisch gefärbt. Faschismus hat meist die Farbe des Geldes. Und das ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir doch tatsächlich dann in einem faschistoiden System leben, was eben nicht für uns ist, sondern gegen uns, dann müssten wir Bürger doch, die wir doch glauben und hoffen und wünschen, dass wir in einem demokratischen System leben, dann etwas tun. Das heißt, wenn wir in keiner Demokratie leben, dann müssen wir Demokratie machen. Das klingt jetzt vielleicht erst einmal, ja, utopisch, aber schauen Sie sich doch mal an. Und dann schauen Sie mal auf die Menge der Menschen, die tatsächlich zu dieser Elite gehören, die sich in Hinterzimmern treffen, im Geheimen und darüber entscheiden, wie es weitergeht und wie man dieses oder jenes angeht. Das heißt, wenn wir doch dann die Mehrheit sind, dann müssen wir es in die Hand nehmen und dann müssen wir die einfach ignorieren bzw. entmachten, indem wir ihnen keine Kraft, keine Energie mehr geben, eigene Systeme bauen, uns selbstständig machen, Gemeinschaften bilden und dann das Ganze ja quasi aushungern. Ein Paradigmenwechsel findet nämlich genau so statt, dass sich das Bessere durchsetzt. Und dabei müssen wir uns an der Geschichte orientieren. Wie gesagt, die Fehler, die in der Geschichte begangen wurden, nämlich, dass wir Könige hatten, dass wir Präsidenten hatten, dass wir Führer hatten, denen wir nachgelaufen sind. Dieses Herrschaftsprinzip ist überholt. Es führte immer wieder ins Gleiche. Es führte nämlich dazu, dass wiederum Menschen, die nicht gewählt wurden, den Kurs am Ende bestimmt haben. Denn auch die Könige waren nicht frei in ihren Entscheidungen, sondern letztlich haben die Geldgeber dieser Könige, bei denen sie auch hoch verschuldet waren, den Kurs angegeben. Das war schon immer so und das wird auch weiterhin so sein. Schlimmer noch, denn das Geld und damit die Macht verlagert sich immer schneller in immer weniger Hände. Und deswegen wird dieses faschistoide System auch immer schlimmer. Nun möchte der Händler, der auch ein paar Einblicke in diese Bereiche
hat noch etwas sagen, aber vorher wollte der Frank noch etwas sagen. Ja, ich bin mit diesem Schild hier nach vorne gekommen. Ich habe es gerade spontan gesehen bei einem unserer Demonstranten. Und ich möchte euch deswegen die Fragen stellen. Glaubt ihr, dass dieses System für euch ist? Glaubt ihr ernsthaft, dass die Leute, die euch sagen, es ist nicht genug Geld da für die Kindergärten, die sagen, wir müssen die Renten kürzen, dass dieselben Leute, die dann aber immer genug Geld haben, um Banken zu retten, ja, um ihre großen Wirtschaftszweige zu retten, um Wirtschaftssubventionen zu geben oder um sogar eigene Verluste zu erarbeiten, indem sie andere Länder sanktionieren. Ja, auch Deutschland sanktioniert Syrien und sanktioniert Russland zu unserem eigenen Schaden. Und diese Menschen machen keine Politik für uns, sondern sie machen Politik für die Superreichen, für die Leute über den Atlantik, für das Imperium, das auch hier Entscheidungen treffen kann, das überall mitreden kann. Denn beim Bilderberger-Treffen sind die meisten Teilnehmer aus den USA. Und da sind keine netten Politiker, sondern das sind alles Lobbyvertreter von riesigen Konzerngruppen. Diese Leute machen keine Politik für euch. Wenn sie Politik für euch machen würden, könnten sie ja offen darüber reden, müssten sie es ja nicht im Geheimen machen. Oder glaubt ihr, dass sie sich im Geheimen treffen, um irgendwas Schönes für euch auszuarbeiten? Nein, nein, im Geheimen trifft man sich nur, wenn man plaudern möchte. Und ich schaue jetzt zum Himmel, ich bin jetzt seit Donnerstag da, jetzt haben wir es bewölkt. Das Wetter war wunderschön, der Himmel war wunderschön blau und ich denke mal an diesen Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten von Thüringen. Auf Facebook scheinen ja diese Chemtrails wahnsinnig zu interessieren. Ihr kennt Chemtrails und ich glaube, es gibt keine Chemtrails so die letzten Tage und drum ist das Wetter so schön. Und ihr kennt Jörg Kachelmann. Jörg Kachelmann, dieser Wetterheini, der hat doch mal einen Range Rover und dann geht das Fenster auf und dann sagt er, oh Mann, alle, die an Chemtrails glauben, sind entweder total doof oder Nazis und so weiter. Und Bodo Ramelow macht sich da auch ein bisschen lustig darüber und ich will das jetzt nicht vollständig ausbreiten, dieses Thema, aber es gibt natürlich US-Militärstützpunkte. Ich komme aus München und in Pfaffenhofen, da sind Militärmaschinen der USA und die haben natürlich auch Sprühvorrichtungen und die USA schuldet niemanden Rechenschaft darüber, was sie dort machen in Pfaffenhofen. Ja, also ob jetzt wirklich jeder Contrail ein Chemtrail ist, weiß ich nicht. Aber es gibt ein globales Projekt zum Geoengineering und das Wetter und CO2, das sind supranationale Projekte und die finden einfach statt. Und jetzt sind wir hier und protestieren gegen Bilderberger. Ich habe gehört, über 80 Veranstaltungen gibt es gegen dieses Bilderberger-Treffen. Aus aller Herren Länder sind sie hier, aus Holland und von überall und aus den USA, selbst aus New York. Und wir sind jetzt hier. Raus aus der NATO fordern wir, wir hatten Endgame, wir hatten vor 2 Jahren die Montagsmahnwachenbewegung. Und die Initialzündung, die kommt aus den USA von Luke Rutkowski. Glaubt ihr denn im Ernst, dass plötzlich aus dem Nichts Leute, die noch nie bei einer Demonstration geredet haben, jetzt plötzlich hierher gehen und unbedingt in der Öffentlichkeit was sagen wollen, damit irgendwelche Stiftungen und Vereine sie beschimpfen auf Blogs? Wenn man ihren Namen in Google eingibt, heißt es, er ist ein Antisemit, er redet nur dummes Zeug. Glaubt ihr, wir machen das alles zum Spaß? Das tun wir nicht. Wir machen das hier, weil wir wissen, dass es kurz vor 12 ist, dass der dritte Weltkrieg kommen wird und dass wir ihn verhindern möchten. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Als Bürger tun wir einfach nur unsere Pflicht und wir kriegen die Störfeuer von überall. Und die Partei Die Linke, dieser Bodo Ramelow, ja, das mit den Chemtrails, das scheint ihn jetzt schon zu interessieren, vielleicht ist was dran, schaut mal auf Facebook, was er darüber schreibt. Und dann sagt er immer, ja, die Weltverschwörung, die Privatbankier ist dieser verdammte Rockefeller, Rockefeller, Rockefeller. Wisst ihr, warum er immer nur Rockefeller sagt und nicht Rothschild? Denn wenn er Rothschild sagt, dann sagt seine Partei, er ist Antisemit. Dann kommt Katharina König, diese dicke Tochter von diesem Jena-Terrorpfarrer da irgendwie aus dieser Antifa-Gruppe in Jena. Und ich nenne ihn so, weil er wirklich gewalttätig ist und das ist bekannt. Und die arbeitet mit bei haskala.de und die haben wirklich die Aufgabe, jeder, der Rothschild sagt, ist hier ein Antisemit. Aber das ist Quatsch. Und das Bilderberger-Treffen, da geht es um die Finanzkritik, ja? Und Helene Lagarde, die Französin, die wichtige Ministerin, die heute, glaube ich, im Internationalen Währungsfonds ist, die wird natürlich beraten von Frau Rothschild. Die Familie Rothschild in Frankreich berät natürlich den IWF und Frau Lagarde. Und
die ist immerhin in der Troika drin und in der Eurogruppe. Und wir alle wissen, dass die Eurogruppe ein rechtliches Nullum ist. Es bedeutet, es gibt keine vertragliche Grundlage, dass es sowas wie die Eurogruppe gibt. Und trotzdem diktieren sie den Kurs der gesamten Europäischen Union, lassen unsere Minister in 10 Minuten Vorträgen aus allen europäischen Ländern vortanzen wie Clowns und winken alles durch im Komitologieverfahren. Keiner weiß genau, was die Eurogruppe ist oder was ihre Vorgaben sind oder was die Eurogruppe möchte und so weiter. Und das ist genauso ein antidemokratisches Instrument der Macht und der Bankiers und des Kapitals wie dieses Bilderberger-Treffen. Und hier in Deutschland ist die Hemmschwelle erst mit den Montagsmahnwachen gesunken, dass man gesagt hat, man kritisiert die Privatbankiers, die Federal Reserve, IWF und Weltbank, die mit Zinsknechtschaft und so weiter. Wisst ihr, warum so lange das gedauert hat in Deutschland, bis die bürgerliche Mitte, bis diese Schamgrenze gefallen ist, sich damit zu beschäftigen? Bis dahin haben sich in Deutschland angeblich nur die Nazis damit beschäftigt. Ja, da gab es so Bücher, Jan van Helsing, Reichsflugscheiben, Retten uns. Und er hat dann eben auch erzählt, dass das alles Privatbankiers sind. Und dann war man immer gehemmt, ne? Und das war ja auch das Thema, die Zinsknechtschaft der NSDAP. Und drum hat man dieses Thema immer in diese Ecke gedrängt und man hatte immer eine Schamesgrenze, sich damit zu beschäftigen. Dann mussten die Leute in Amerika vor 5 Jahren We Are Change gründen, Occupy Wall Street. Junge Menschen mit so kleinen Handykameras haben Berichte gemacht über diese ganzen Leute und diese ganzen Kongresse. Und das ist übergeschwappt nach Europa. Und dadurch, dass sie das gemacht haben, konnte sich hier erst in Deutschland die bürgerliche Mitte mit den Montagsmahnwachen mit diesen Themen beschäftigen, ohne bei dieser Schamgrenze zu stoppen. Oh Gott, ich bin ja ein Nazi, wenn ich mich damit beschäftige. Und darum geht's. Und dieses Bilderberger-Treffen, ich frage mich immer, was das soll mit den Nazis. Bernd von den Niederlanden war ein bekennender Nazi. Ein ehemaliger Nazi war nicht schlecht genug, deutscher Bundespräsident zu werden. Ich rede hier von Walter Scheel. Ja, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen nachdenken, ob die bösen Nazis vielleicht nicht doch die super, super, super Ursache sind für alle Probleme in der Welt oder ob es vielleicht nicht doch andere Dinge sind. Und ich bin sicher, es sind andere Dinge, man muss den Kontext genauer sehen und diese Keule wird nicht mehr greifen. Es ist offensichtlich, unsere Spitzenpolitiker sitzen da hinten in einem Format, von einem bekennenden Nazi gegründet, wir hatten Bundespräsidenten, diese Keule kann nicht mehr ziehen. Wir müssen uns jetzt nur noch mit den Sachthemen beschäftigen und die haben sich nicht geändert und die sind international in den USA, in Spanien, in Belgien, in Rotterdam, in Österreich, in der Schweiz, überall ist es dasselbe. Das ist diese Bewegung, die Kapitalismuskritik. Es geht im Kern nur darum, dass die Federal Reserve Privatbankiers sind und dass sie ein Organisationssystem geschaffen haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Und die sind nicht sozialer Natur, sondern es geht nur darum, ihr zinsbasiertes Fiat-Money-System durchzusetzen. Und da tun sie viele Störfeuer aufmachen, hier Anti-Islamisierung, schlag mich tot. Wisst ihr, es könnten total viele Leute demonstrieren gegen die Bilderberger, wenn die Festerling und der Lutz Bachmann vielleicht darauf aufmerksam gemacht hätten. Insgeheim spekulieren sie jedoch darauf, dass sie irgendwann selber eingeladen werden. Was ich ernsthaft bezweifle, weil so blöd sind die Bilderberger auch nicht. Bei der AfD ist es so ähnlich, die Spitze hält sich auch sehr zurück, weil sie wissen, die Bilderberger sind zwar eine private Veranstaltung, aber sie repräsentieren die etablierte Macht. Und da will man sich einklingen. Und sie sind noch zaghaft, ob wir Erfolg haben werden, das politische System hier wesentlich zu ändern oder nicht. Und drum klinken sie sich nicht ein, aber sie trauen sich nicht, dagegen zu sprechen. In der Hoffnung, es ist ja bald Wahlkampf, es kommen die Stimmen. Aber das kann uns Bürgern alles egal sein. Wir wissen, dass der Feind des Friedens und die antreibende Kraft hinter den ganzen Kriegen und Konflikten, wir wissen genau, es ist das Finanzsystem. Es ist das System dahinter, es sind die vielen Mechanismen, die sie geschafft haben, die Positionen, es ist die Art, wie sie unsere Politiker überreden, ihnen die Marschrichtung unsichtbar vorgeben. Da gibt es keine Briefe, keine Anweisungen, keine Beweise, so wie in der Eurogruppe. Es wird einfach durchgewunken, auf dem Flur kriegt man wahrscheinlich zugewunken, was man zu tun und zu sagen hat als Minister. Und so funktioniert es. Es ist ein sehr intelligentes, perfides, totalitäres System, an dem nur unsere Banken profitieren. Und als letztes Beispiel, wir haben zwar freie, unabhängige Richter, ich bringe das Beispiel nochmal, ich glaube es war 2013. Ihr kennt die Hypo Real Estate als letztes Beispiel. Das war eine Bank, die wir mit 141 Milliarden Euro gerettet haben. 141 Milliarden Euro. Das ist fast ein Viertel des gesamten Steueraufkommens eines Jahres für eine Privatbank im Grunde genommen. Und da war ein Strafprozess gegen einen Herrn Funke. Und der darf natürlich lügen von dem Strafprozess. Das war in München. Und es war ein öffentlicher Strafprozess, weil das öffentliche Interesse, wenn es um 141 Milliarden Euro geht, ist schon vorhanden. Ja?
So, und dann stellt sich der Funke hin und sagt, er hätte angeblich nur auf Anweisung von Bernd Knobloch gehandelt. Das ist natürlich Quatsch. Ein Aufsichtsrat darf überhaupt einem Vorstand keine Anweisung geben. Er darf ihn nur berufen oder abberufen. Es war möglicherweise eine Lüge und Schutzbehauptung, aber es war sehr schlau von Herrn Funke, das zu sagen, weil er wusste genau, Bernd Knobloch ist der Sohn von Charlotte Knobloch. Und dann kriegen immer alle kalte Füße, so wie bei Bodo Ramelow niemals das Wort Rothschild in den Mund nehmen wird. Und dann hat dieser Richter abgewogen, oh, Antisemitismus, Schutz der Familie Knobloch. Ich erkläre die gesamte Strafsache zur nicht öffentlichen Strafsache. Und das ist das, was ich meine. Der Richter hat keine Anweisung bekommen oder so. Er ist nur aufgewachsen in einem Klima, in einem Mechanismus, in einem System, in dem er schon weiß, was zu tun ist. Und das hat er einfach getan. Und diesen Schleier, es ist alles schwer zu beweisen, was die da drüben wirklich machen, aber es ist offensichtlich, dass sie Macht haben, dass sie sich hier in Dresden einnisten. Das ist der Lackmustest der öffentlichen Ohnmacht der Kollektiven, wie Rudi Dutschke es gesagt hat. Die stehen da, letztes Jahr waren wir noch in Telfs auf so einer alten Festung, Interalpenhotel, und trotzdem waren alle da mit G7. Jetzt sind sie hier in Dresden und kein Schwein weiß, wer die sind, kein Schwein weiß, was die machen, kein Schwein weiß, welche Bedeutung die haben. Aber ich habe seit Donnerstag die Fernsehberichte auch gesehen, auch im lokalen Fernsehen. Die Journalisten haben mittlerweile verstanden, dass wir nicht irgendwie, wie Jörg Kachelmann gesagt hat, geistesgestörte Nazis sind, die auf Reichsflugscheiben warten und immer nur auf Chemtrails gucken. Das ist alles Quatsch. So will man uns nur darstellen. Uns geht es schlicht und ergreifend nur um das, was die Bewegung in den USA, We Are Change und Occupy Wall Street, festgestellt hat. Nämlich Kritik am Finanzsystem und an den privaten Familien, denen die Federal Reserve Banken gehören und die ihre Macht und ihren Einfluss und den des Großkapitals, das sie institutionell in Fonds haben und über die wir nichts wissen, institutionalisieren. Ja, es war zu leise, tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was gehört. Ich wollte nur sagen, offensichtlich, wenn ich mich hier umschaue, ich sehe hier keine Verrückten, ich sehe hier nur lauter nette Leute und die Polizei fragt sich auch, was das Ganze eigentlich soll und so, ja. Damit will ich es im Großen und Ganzen eigentlich bewenden lassen, weil ich habe den Eindruck, dass wir dieses Jahr es auf jeden Fall schaffen werden, dass diese innere Hemmung, sich mit Themen zu beschäftigen, dass die auch in der bürgerlichen Mitte, die noch ein bisschen sich zurückhält, damit man sich nicht blamiert, dass das brechen wird dieses Jahr. Viele Dinge tun sich. So langsam kommt auf, dass der 11. September irgendwie, dass da was nicht stimmte, dass das wahrscheinlich inszenierter Staatsterror war. Und wenn dann die Leute noch draufkommen, dass NSU auch zum Himmel stinkt, die vielen V-Leute und Dienste, wenn selbst Willy Wimmer gesagt hat, dass es eine Schweinerei ist und dass wahrscheinlich das inszenierter Staatsterrorismus war mit dem NSU und dass er das von hinten bis vorne nicht glaubt, dass die eine Liste mit 10.000 Leuten hatten, die sie umbringen wollten, die systemgefährdend wären, dann ist das ein klares Zeichen, weil das sind etablierte Politiker. Und dann, ganz langsam, wird das Erwachen kommen. Und wenn die Hemmschwelle kommt, dann kann das sehr schnell gehen, wenn sich die Menschen mit den Dingen beschäftigen. Sie müssen ja nur ihr Internet nehmen und mal ein bisschen schauen und ein bisschen lesen. Und dann werden sie schon sehen, dass wir möglicherweise in vielen Punkten recht hatten. Und das, wir sind ja nicht allein hier in Deutschland. Das ist eine europäische Bewegung, die aus den USA kommt. In den angelsächsischen Bereichen findet das statt. Und es geht darum, die wahre Ursache, das System zu entschleiern, das verantwortlich ist für all diese Dinge. Und ich denke, das haben wir mittlerweile geschafft. Und 80 Gegenveranstaltungen überall, auch wenn es nicht so viele sind, wir sind gut verteilt. Wir sind aus überall Europa hier, die Presse und die ganzen Gesinnungsgefährten von uns. Insofern denke ich schon, dass wir auf der sicheren Seite sind und nicht alle verrückt, weil ich glaube nicht, dass wir in Europa alle verrückt sind, wenn wir das Bilderberger Format angreifen, wegen dem, für was es steht. Vielen Dank. Haben die Menschen mehr oder weniger erkannt, wo der Feind tatsächlich sitzt und dass der Feind am Ende eben kein böses Gesicht ist, aber auch kein böser Geist, auch keine böse Religion, sondern es ist tatsächlich einfach dieses leblose System, was funktioniert wie ein Uhrwerk ist. Und dass diese Maschinerie gegen den Menschen arbeitet und eben nur einigen wenigen dient. Und deswegen ist es absoluter Blödsinn, dass man das mit Ideologien vermischt, beziehungsweise sich wegen Ideologien da aufspalten lässt. Drum noch einmal hier in der Stadt von Pegida sollte eigentlich genügend Potenzial da sein, dass hier Tausende auf der Straße stehen. Aber das Problem ist, dass wir uns eben an diesen Kleinigkeiten, an diesen Symptomen, ich sage jetzt Kleinigkeiten, obwohl es schon schlimm genug ist, ja, aber an diesen Symptomen lassen wir uns aufspalten. Und das war bisher immer der große Fehler. Und das hat dem System auch immer gedient. Denn somit waren wir alle beschäftigt gegeneinander, statt gegen das vorzugehen, was tatsächlich uns anfiecht.
So, und deswegen ist es eigentlich ein Unding, dass wir schon seit Jahren in Halle, in Deutschland überall kleinere Gruppierungen haben, die in ihren Ortschaften auf die Straße gehen und alle eben eine andere Agenda haben, alle ein anderes Programm haben. Dabei kann doch eigentlich unser gemeinsames Thema nur das sein, dass wir eben dieses System abschaffen müssen, es einfach überwinden und etwas Neues schaffen. Und für alle, die sich jetzt in diesem Milieu noch nicht so gut auskennen, lassen Sie sich gesagt sein, dass viele kluge Köpfe schon seit Jahren im Hintergrund an Alternativen arbeiten und dass da die Resultate schon sehr vielversprechend sind, wenn nicht sogar schon per sofort umsetzbar sind. Da haben wir zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist an sich als Idee sehr gut, kann aber in diesem System alleine nicht stehen. Es bedarf tatsächlich einen kompletten Wandel, einen kompletten Wechsel, nicht nur des Systems, sondern auch unseres Verstandes, unserer Art, mit dem Leben umzugehen und die Welt zu betrachten. Also im Prinzip ein Paradigmenwechsel bis in den Menschen hinein, bis in das Innerste. Das klingt jetzt vielleicht nach einer unlösbaren Herausforderung, aber das ist es nicht. Denn tatsächlich haben wir hier in Deutschland schon Verhältnisse, die es möglich machen, dass wir hier mit 265.000 Polizisten, Tendenz leider sinkend, ausgekommen sind bisher. Und es eben keine großen Tumulte gegeben hat. Tatsächlich sind wir Menschen schon so weit, zumindest hier in Europa, dass wir friedlich miteinander leben können, dass wir aufgeklärt genug sind, dass wir den Besitz bzw. auch die Würde und die Freiheit des anderen achten können. Und genau damit fängt es nämlich an. Wenn wir nämlich verstanden haben, dass die Freiheit eines Menschen wie eine Blase um ihn herum ist. Und wenn ich diesen Raum der Freiheit des anderen achte, dort nicht eindringe, aber meine Freiheit, soweit sie mir zusteht, erkenne und ergreife, dann hätten wir schon ein Paradies auf Erden. Christus sagte dies einmal, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tue ihnen zuerst. Oder der Volksmund sagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So einfach kann es gehen. Das wäre dieser Bewusstseinswandel, den wir im Prinzip vollziehen müssten. Ist das so schwer? Ich glaube nicht. Und wenn wir dieses beachten, dann hat Gier auch keinen Platz mehr, keinen Raum. Dann hat auch ein System, das auf Gier aufgebaut ist, nämlich ein System von Zins und Zinseszins, keine Chance mehr, keine Macht mehr über uns. Davon abgesehen, dass wir davon nichts, aber auch gar nichts haben, dass dieses System so weiter besteht. Dann braucht es keine Waffen mehr. Dann braucht es eigentlich auch keine Gesetze mehr. Dann wären Gesetze im Prinzip nur noch pro forma. Aber die Gesetze dienen eben nicht uns, sondern denen, die sie tagtäglich brechen. Und zwar zu unserem Schaden und zu deren Wohl. Denn das Grundgesetz wird permanent gebrochen. Allein, dass die Bundeswehr an der russischen Grenze patrouilliert, was, um das hier noch einmal zu wiederholen, hier vor neuem Publikum, was eine extreme, akute Kriegsgefahr für uns darstellt. Dass die Bundeswehr an der russischen Grenze patrouilliert. Ich bin letzte Woche Freitag nach Berlin gefahren und habe auf der Autobahn mir entgegenkommend einen Konvoi vom US-Militär gesehen. Erstens, was haben die in Mitteldeutschland zu suchen? Und zweitens, wohin unterwegs waren sie? Des Weiteren kann man auf Russia Today nachlesen, dass heute, ich meine, wer es noch nicht weiß, heute findet gerade auch eine große Veranstaltung in Rammstein statt. Dazu wurde ja auch im Internet aufgerufen da wurde das sogar als das Ereignis betitelt. Und kann es etwas Wichtigeres geben? Ja, natürlich hier zu sein bei den Verantwortlichen, die Rammstein und alle Rammsteins dieser Welt zu verantworten haben. Gegen die müssen wir ja aufstehen. Und eben, also,
eben Rammstein ist nur ein Symptom, ist eben auch nur ein Symptom eben dieser, dieses Systems, welches ja im Prinzip seine Macht nur halten und stärken muss. Dabei ist es eben, wie gesagt, völlig egal, ob dabei das Grundgesetz missachtet wird. Und warum ist das möglich? Jean-Claude Juncker von der Europäischen Union hat das ganz klar gesagt. Wir gehen Schritt für Schritt voran, warten dann eine Weile, ob es irgendein Aufschreien der Bevölkerung gibt, was es nicht geben wird, weil die meisten gar nicht wissen, was wir hier entscheiden. Und so gehen wir Schritt für Schritt voran, bis es kein Zurück mehr gibt. So demokratisch funktioniert die Europäische Union. Beethoven würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass seine 9. Symphonie missbraucht wird als Hymne dieses faschistoiden Systems. Und Goethe hat sich bei diesem Text wahrscheinlich auch etwas anderes gedacht. Aber sehen Sie, genau so wird eben aus diesem ja eigentlich satanischen System etwas Gutes für uns gemacht. Und wir glauben auch noch daran, dass das alles für uns da ist. Der Sven wollte uns noch einen Beitrag geben. Ja, hallo, ich bin Sven aus Halle und stehe hier als Parteiloser. Dieses T-Shirt habe ich nur als Protest an, weil meine Parteigenossin Kipping gesagt hat, wir sollen uns hier nicht beteiligen, weil hier nur Verschwörungstheoretiker wären und weil das sinnlos Kosten verursachen würde. Das ist totaler Schwachsinn. Erstens gibt es nicht diese Verschwörungstheorie, weil alles, was als Verschwörungstheorie galt, hat sich in der Vergangenheit als richtig erwiesen. Und das ist ein ganz schönes Problem. Wir werden auch in Zukunft noch in einigen Dingen aufwachen werden müssen, welche heute noch als Verschwörungstheorie gelten. Man kann gar nicht so schlimm denken, wie die Dinge wirklich dastehen. Also vergesst, ich bin auch eigentlich ein Gegner dieser parlamentarischen Kritiker, dieser parlamentarischen Demokratie. Wir wurden zig Jahre darauf konditioniert, dass wir am Wahltag die Chance hätten, den demokratischen Willen, also unseren Mehrheitswillen kundzutun. Aber die haben wir nicht wirklich. Erstens, weil die Politiker ja machen nach der Wahl, was sie wollen. Und das geht durch alle Parteien so. Es mag jetzt junge Parteien geben, auf die einige Leute in der Bevölkerung Hoffnung setzen, aber auch die sind von diesem korrumpierten System, werden die angesteckt. Weil wenn man als Bundestagsabgeordneter 10.000 Euro mindestens oder als Landtagsabgeordneter 6.000 Euro im Monat bekommt, wo man vorher nichts hatte, dann wird man korrumpiert. Den Anspruch auf den vollen Pensionsanspruch hat man erst mit Ablauf von 2 Legislaturperioden. Das heißt, man muss 2 Legislaturperioden ausharren, um den Anspruch auf lebenslange Versorgung nach dem Mindestalter von 56 Jahren, glaube ich, von uns erwarten sie bis 83 zu arbeiten. Und wenn man das erst erreicht hat, und da riskiert man natürlich nicht, die 2. Legislaturperiode irgendwie zu riskieren. Diese Politiker sind kriminell. Es ist nicht umsonst im Paragraphen 129 Strafgesetzbuch, das ist der Paragraph über das Verbot krimineller Vereinigungen, festgeschrieben, dass Parteien im Absatz 1, dass Parteien, die vom Bundesverfassungsgericht nicht verboten sind, von diesem Verstoß, von der Möglichkeit des Verstoßes gegen die Bildung einer kriminellen Vereinigung ausgenommen sind. Parteien ist das damit ausdrücklich erlaubt. Sie sind de facto keine kriminellen Vereinigungen, wenn sie sich auch wie kriminelle Vereinigungen verhalten. Dieses Parteiensystem von heute, das ist ein Geschäftsmodell von Verbrechern. Dort hat nie, in diesen ganzen Landtagen und im Bundestag, hat noch nie jemand eine ehrliche Arbeit gemacht. Die sind konditioniert worden in den Kommunalparlamenten, um genau diesen Beruf zu ergreifen. Die schustern sich über die Vereinsmafia. Ich nenne die gern Vereinsmafia. Das ist ein deutschlandweit überspannendes Konstrukt von politischen Vereinen, die Millionen, jeder einzelne Verein, Millionen im Jahr Fördermittel bekommen. Diese Vereine sind nicht dafür da, sich dafür einzusetzen, um das zu bekämpfen, was sie vorgeben. Zum Beispiel ein Verein gegen rechts wäre schön blöd, wenn er diesen Kampf erfolgreich beenden würde und es keine Rechten mehr gäbe, weil dann gäbe es auch diese Millionen Steuermittel nicht mehr. Nein, die werden alles tun, und wenn es keine Rechten in diesem Ort gibt, dann werden die erfunden, und wenn die eigenen Genossen selber losgeschickt werden, um Hakenkreuze zu schmieren, dann werden nämlich diese Statistiken erhöht. Das sind keine Linken, die nennen sich auch selbst Anti-
durch alle Parteien, sei es die SPD, die CDU. Wir werden von allen verarscht. Wenn wir hier mal eine Änderung in diesem System erhoffen, dann muss man, wie zum Beispiel in Dresden, auf die Straße gehen und darf sich aber nicht von der Idee anfixen lassen, doch selber eine eigene protestierende Partei zu gründen. Weil genau dann kommt man in dasselbe Getriebe rein, was man eigentlich vorgibt zu kämpfen. Ja, ich sollte ja eigentlich nur mal den Lückenfüller machen. Und die Bilderberger, die treffen sich, um genau ihre Puppen von diesem Theater, um die immer wieder neu zu konditionieren. Egal, welche Farbe, welches Trikot, um mal mit der Fußball-EM zu sprechen, egal, welches Trikot eine Mannschaft, welche Farbe die anhat, die Puppenspieler oder der Theaterbesitzer ist immer der gleiche. Entschuldigung, ich muss eine kleine Richtigstellung machen. Ich habe einen kleinen Sonnenbrand gestern bekommen und ich kriege die Informationen immer so peu à peu zugetragen. Schön groß auch an Maurice und Sören Kohlhaas Team und so weiter von Antifa TV. Nein, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wir sind ja ein parteineutrales Format und es ist nur fair, wenn ich was Falsches gesagt habe über Parteien und andere Bewegungen, dass ich das korrigiere. Ich habe jetzt gehört, dass Bachmann und Festerling, die ja immer viel um die Ohren haben und die identitäre Bewegung und Libertäre und so weiter, die haben sehr wohl angeregt, dass man etwas tun soll gegen dieses Bilderberger Format. Sie haben sich also somit indirekt negativ ausgesprochen oder sogar direkt ausgesprochen. Eine eigene Veranstaltung haben sie aber trotzdem nicht gemacht, Pegida gegen Bilderberger. Und die AfD hatte, und das ist ein Hoffnungsschimmer, dass die Vernunft jetzt doch durchdringt und auch die Parteien mutiger werden. Die AfD hat tatsächlich auch eine Kundgebung gemacht heute um 11 Uhr und es war auch gegen die Bilderberger, das wollte ich sagen. Und das stimmt mich alles sehr positiv und sollte euch auch positiv stimmen, denn es ist Hoffnung für alles. Danke. Ja, ich hätte dann auch noch eine kleine Anmerkung an die vielen braven Bürger, die heute bei diesem doch einigermaßen erträglichen Wetter so schön im Café sitzen oder ihrem Shopping frönen. Genauso wage ich zu behaupten, hat sich das 1939 im August auch angefühlt. Man hat am Baggersee gelegen. Man hat im Biergarten gesessen, getrunken, man hat sich gut gefühlt, der Wirtschaft ging's klasse, den Bürgern ging's klasse. Warum musste man da argwohn höhnen? Föhnen? Der springende Punkt ist, es war genau dasselbe Gefühl und dieses Gefühl hatten dann viele, viele Leute schon bald darauf nicht mehr gehabt. Das war mein kurzes Statement dazu. Danke dir. Ja, ich wurde gerade eben nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen. Und zwar dieses Toleranzgesetz, wer es vielleicht schon gehört hat, eine Art, also das sogenannte Toleranzgesetz zu finden auf der offiziellen Internetseite der Europäischen Union. Es klingt sehr gut, Toleranzgesetz. Toleranz ist prinzipiell erst einmal gar nicht schlecht. Ich selber bin schwul, das heißt, ich erwarte auch Toleranz und ich übe auch Toleranz gegenüber jedem, der sein Leben auf seine Weise leben möchte, weil ich das Prinzip der Freiheit verstanden habe. Und weil ich mich in allererster Linie erst einmal als Mensch sehe und mich nicht darüber definiere. Ich bin nebenbei auch noch Christ, ich bin nebenbei auch noch ein Mann, ich bin nebenbei auch noch Ossi und auch ausgebildeter Schlosser. Am Ende bin ich ein Mensch. Und wir sind alle unterschiedlich, aber eines eint uns. Wir sind Menschen und wir leben nach den gleichen Prinzipien, nämlich, dass wir Schlaf benötigen, dass wir Essen benötigen, dass wir ein Dach über dem Kopf benötigen. Ja, im Prinzip, dass wir die gleichen Bedürfnisse mehr oder weniger haben. So, dieses Toleranzgesetz, was durchgesetzt werden soll, was zunächst in Rumänien ausprobiert werden soll, so gut es klingt, ermöglicht es, ja, die Umsetzung dessen, was wir hier in der DDR schon hatten. Nämlich, es ist da vorgesehen, dass zur Wahrung der Toleranz und was Toleranz ist, das entscheiden natürlich dann wieder andere, dass dazu Spitzen losgeschickt werden, die in den Kneipen, die auf den Arbeitsplätzen, die in der Öffentlichkeit darauf achten, welche Äußerungen von ihnen ausgehen. Das heißt, worüber sie sich vielleicht kritisch äußern, worüber sie vielleicht mal einen Witz machen.
Und dafür können Sie belangt werden. Wie gesagt, wenn das alles in einem vernünftigen Rahmen wäre und wenn das von Menschen ausgehen würde, die das Interesse und das Wohl der Menschen im Blick hätten, dann wäre das sicherlich nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, wollen wir wieder so etwas haben, solche IMs oder wie wir das von dem Film V wie Vendetta kennen, die Fingermänner, die unterwegs sind und die Menschen ja quasi bespitzeln und ja, anscheißen? Brauchen wir so etwas wieder? Nein. Aber das haben wir ja schon längst. Richtig. Das haben wir schon längst. Wir werden flächendeckend überwacht. Aber diese Entwicklung, diese faschistoide Entwicklung, die wir hier durchmachen, die geht so langsam vonstatten, dass wir uns Stück für Stück auch daran gewöhnen und es gar nicht als so schlimm empfinden. Und dann sind solche Äußerungen wie, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe nichts zu verbergen, die sind der Todesstoß der Freiheit. Ich kriege gerade ein Zeichen, wir können jetzt losfahren. Also wir machen von hier aus weiter. Folgt einfach dem LKW. Wir haben nichts falsch gemacht.